Section 4. Can you pass the test? Jetzt kommt der vierte Teil. Bist du fähig, diesen Test zu bestehen? The book of 1 John gives a series of situations by which we can evaluate the real condition of our lives. Und dieser erste Brief des Johannes gibt uns jetzt eine Einsicht, ob wir wirklich bestehen können. Deception is a very powerful force. Verführung ist eine große Macht. The devil is a master deceiver. Und der Teufel ist ein wunderbarer Verführer. Many have fallen under his deception. Viele sind unter seine Verführung gefallen. Many have prayed prayers, attended Bible studies, and even joined a church, but their lives have not been truly transformed by Jesus Christ. Viele gehen zur Kirche, hören sich Predigten an und alles Mögliche noch, aber ihr Leben wurde nie transformiert durch das Leben Jesu Christi. So in 1 John, what is the message that is being proclaimed? So, was ist die Botschaft, die wir verkündigen? 1 John chapter 1 verse 5. Im 1. Johannes Brief, 1. Kapitel, Vers 5. This is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him there is no darkness at all. Und da steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. God is perfect in every way. Gott ist perfekt in allen Bereichen. Now, what does John say about those who claim to have fellowship with God and yet they walk in darkness? Aber was sagt jetzt hier Johannes über Menschen, die in Dunkelheit sind und trotzdem mit denen wir gemeinsam haben? Verse 6, it says, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Im Vers 6 im 1. Johannes 1. Kapitel heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So if you are a Christian and yet you walk in darkness as the Bible defines it, spiritual darkness, then you are a hypocrite, you are a liar. So wenn du Christ bist und du aber in Dunkelheit gehst, also im Finsternis bist auf Gebieten deines Lebens, dann bist du ein Hypokrit, wie sagt man da bei uns, ein... So what does the Bible say about a person who claims to be a Christian but does not follow God's commands? Their life doesn't reflect it. So, das bist ein Scheinheiliger. Was sagt die Bibel über Menschen, die sagen, ich bin Christ, aber das Leben ist keine Reflexion davon? 1 John chapter 2, verse 4, it says, he who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Und hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. It tells us in verse 9, he who says he is in the light, so you claim that, hey, I'm a Christian, and hates his brother, is in darkness until now. Und im Vers 9, im selben Kapitel heißt es, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. When you're in darkness, you can't see clearly. Wenn du in der Dunkelheit lebst, kannst du nicht klar sehen. So if you claim that you have fellowship with Jesus Christ, yet you are living a lifestyle of sin, you're actually walking in darkness. You are deceived, you are blind. Wenn du zum Beispiel behauptest, du bist Christ, aber du wandelst noch im Finsternis, also in der Sünde, dann lügst du und bist ein Scheinheiliger. In verse 15, 1 John chapter 2, verse 15, we are told, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Im 1. Kapitel, 1. Johannes 1, 15 heißt es, wenn jemand, also liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, ist Begierde des Fleisches. Könnt ihr selber dann lesen. How can we know the difference between the children of God and the children of the devil?
Wie können wir den Unterschied wissen zwischen Kinder Gottes und Kinder des Teufels? Let's read 1 John chapter 3, verse 7 to 10. Lasst uns jetzt im 1. Johannes, drittes Kapitel, 7 bis 10 lesen. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. But he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. In this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Hier im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 7 bis 10 lesen wir, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Here, when it talks about in verse 8, those who sin. Und hier im Vers 8 heißt es, wer die Sünde tut. It's talking about a lifestyle of sin. Some versions said, he who continues in sin. Und hier spricht das Wort Gottes über einen Lebensstil. Also wer beständig ist in der Sünde. So it's not talking about those of us who make a mistake here and there. So, es spricht nicht über uns, die gelegentlich einmal etwas falsch machen. But if you're living a lifestyle of sin, then it says you're of the devil. Aber wenn du einen Lebensstil der Sünde lebst, dann bist du ein Kind des Teufels. And if you're born of God, und wenn du von Gott geboren bist, then you will not live a lifestyle, a continual lifestyle, a habit of sin. Und wenn du wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist, dann wirst du keinen Lebensstil der Sünde permanent fortsetzen. So the way that you live is evidence of what you believe and who you follow. Und wie du lebst, ist ein Beweis dessen, wem du folgst. Well, this may seem hard to us. Das scheint wahrscheinlich sehr hart für uns. But if we embrace God's truth, we will be changed. Aber wenn wir die Wahrheit Gottes umarmen, annehmen, und einfließen lassen in unser Herz, dann sind wir Kinder Gottes. Christ's death on the cross paid for our sin, for my sin, for your sin. Und Jesus Christus am Kreuz, sein Blut hat bezahlt für deine und meine Sünde. His resurrection from the dead broke the power of sin in my life. Now I can choose. Und seine Auferstehung hat die Macht der Sünde über unserem Leben gebrochen. Jetzt können wir entscheiden. We must not accept a gospel that does not result in changed lives. Und wir dürfen nicht eine Frohbotschaft annehmen, die nicht als Ergebnis ein verändertes Leben beweist. The gospel is to transform your life. Die frohe Botschaft, das Wort Gottes, soll unser Leben transformieren, verändern. In the next chapter that we will look at, das nächste Kapitel, das wir uns jetzt anschauen, we will look at repentance and the message of the Lord Jesus Christ, how it impacts your life in steps of obedience. Und wir sprechen dann über Buße und wie das Wirken Gottes eben durch einen neuen Gehorsam dein Leben verändern wird. So tune in to the next chapter. So. Höre auch auf das nächste Kapitel. From this we learn that I must have a life change if I'm going to call myself a Christian. So, aber was wir bisher gehört haben, ich muss ein verändertes Leben beweisen können, bevor ich mich Christ nennen darf. God does not compromise at all. Gott wird nie Kompromisse schließen. You're either with God or against him. Du bist entweder mit Gott oder gegen Gott. There is no middle ground. Es gibt keinen mittleren Weg. As a Christian, I want to keep myself clean and away from the influences of this world.
Ich möchte als Christ, dass mein Leben sauber gehalten wird und frei ist von dem Einfluss dieser Welt. I can't be a friend of God and of this world. That means a friend of money and the systems of this world and the power and the lust for control and everything. I can't be in both worlds. Ich kann nicht Christ sein und mit den Systemen dieser Welt, Liebe fürs Geld und Macht, Machtgier und Habgier, kann ich nicht mitmachen als Christ. I'm called to be different. Ich habe den Ruf, anders zu sein. Walk in the truth. Wandle in der Wahrheit. Because you can't give out what you don't take in. Denn du kannst nie weitergeben, was du nicht zuerst selbst empfangen hast. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, v'lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavaot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss, Zacharia 4,6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen.